bin jetzt gerade allein unterwegs in der Apotheke. Der Anna geht es nicht so gut. Deswegen versuche ich jetzt was zu holen. Und ich bin jetzt einfach am Vloggen, damit ich mich nicht so allein fühle. Und die Leute vielleicht denken, dass ich am FaceTime bin oder so. Ich bin wieder mit Google Maps unterwegs und hoffe jetzt einfach, dass ich die scheiß Apotheke finde. Wieso es der Anna schlecht geht, wissen wir nicht so ganz. Also er ist einfach so viel schlecht und hat das Gefühl, es könnte am Hahnenwasser liegen. Also obviously trinken wir auch nicht, aber du hast ja trotzdem im Rest, wenn du was bestellst, Eiswürfel drin oder beim Zähneputzen, beim Duschen, hast du das Gift das Wasser. Und eventuell kann es von dem kommen. Du hast this one. No, it's in pharmacy. Do you know where I can get this? In the park. Mhm. Cruzando la avenida? Il semaforo? Ich bin sorry. Okay, perfekt. Thank you. So, jetzt mal zeigen, wie hier in dieser Apotheke war. Es ist einfach alles offen. Und ich muss sagen, das war schon ein bisschen crazy, gell? Weil ich kenne das gar nicht so. Also, es ist wirklich einfach alles offen hier. Es hat irgendwie nichts an die Türe. Ich muss jetzt noch in so einen kleinen Laden. Will ich noch Wasser holen. Aber ich möchte es eben nicht bei so einer Wohnung holen, weil es ist so eine 5 Liter Gallone. Die ist mir ein bisschen zu schwer. Das muss ich jetzt in dieser Hitze hier überall durchtragen. Ich hoffe einfach, dass ich das Airbnb wieder finde, weil ich habe eben unsere Adresse gar nicht. Die hat nur Anna. Und ich laufe da jedes Mal nach Gefühl heim. Und irgendwie finde ich es dann. Und jetzt einfach hoffe, dass es wieder so klappt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich herlaufe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und halt auch ist, du hast hier jeden mitgehört. Bei jedem. Oh Gott, jetzt wieder mal gejagt. Ich sehe wieder mal was. Aber cool. Cool, cool. Ich kann gerne in den Dunkeln posten. What? You have to speak English. No Spanish. L'agua e. Toast or bread. ¿500 mililitros? Un agua de pequeña. No. Cinco. Ah. Sí, sí. Uh-huh. Y pan. Pan, ¿qué pan? No pan. Blanco. Sí, sí. No. Okay. ¿Qué pan? Para sándwich. ¿Sí? No hay ningún ahorita. Oh my God, ich bin so stolz auf mich. Está bien. Gracias. Haben wir das auch noch geschafft? Oh, jetzt haben wir gerade mal mein schreckliches Spanisch gehört. Absolut gerade schlechter Spanisch und jeder, der Spanisch kann. Oh Gott, es kommt der Hund und bellt mich an. Ah, mein Ruhe. Ich glaube, jeder, der Spanisch kann und da gehört hat, lacht sich jetzt einfach mal so in Schade. Ich kann kein Spanisch, okay. I'm trying. Ich versuche es zu lernen. Aber es läuft mir nicht so gut, wie wir gehört haben. So, heute ist nicht mehr viel passiert, nachdem ich gepostet bin. Das war eigentlich das Highlight von meinem Tag, um in die Apotheke gehen und dann gepostet. Wegen morgen sind wir uns am überlegen, um auf Cancun zu gehen, um einen Kurztrip zu machen. Wir sind jetzt in Playa. Ich halte euch auf dem Laufenden, was denn genau passieren wird. Ups. Alte Leute, wir sind auf dem Weg eigentlich im Bus gegangen und sind von den Cops angehalten worden. Der Typ, der gefahren ist, einfach gekehrt hat im Kreisel und jetzt sind sie draußen mit den Cops am Reden da hinten. Und lol. Jetzt stehen wir einfach da am Strassenrand. Ich hoffe auch, wir können trotzdem nicht ausgehen. Also, ja, wir wissen nicht, was passiert, ob es eher halt so ernsthaft Ärger kriegt oder ob wir nachher wieder weiterfahren können. Also, what the fuck?
Sushi essen. Ich habe ein Lokal auf TripAdvisor rausgesucht. Und ich möchte jetzt da mal euch mitnehmen und auch ein bisschen, bewerten, ob es gut ist oder nicht. Es heisst. Genau. So, da ist noch mein Look of the Night zum Sushi essen. Morning. Wir sind gestern einfach wieder im Coco Bongo gelandet. Aber da mal in einer anderen. Gestern sind wir in dem Playa gelandet. Wir wollten eigentlich noch raus wollen und dann sind wir vorbeigelaufen und ein Mitarbeiter von dort hat so gesagt, hey, komm mit und so, ich lade euch gratis rein. Und dann sind wir so, okay. Und dann sind wir gegangen. Und ich muss meine Meinung ein bisschen ändern. Ja, ich war recht negativ gewesen gegenüber Coco Bongo in Cancun, aber wir sagen, den Playa habe ich viel cooler gefunden. Es war kleiner gewesen, aber sie sind doch gleich, auch wieder mit Jones. Sie sind sogar auf der grossen Leinwand gelandet. Und ich habe immer noch mein Make-up von gestern, meine Haare. Und die Binde habe ich immer noch. Also, was eine Nacht, wirklich. Oh mein Gott. Nein, aber ich bin nicht so auf jeden Fall noch rein. Also, ja, das müssen wir sehen. Arriba, abajo, el centro, adentro. Ich will essen und nach mir hocken und einfach chillen. Ich will sagen, wenn wir nächstes Mal rausgehen, wenn es zugeht, direkt nach Hause gehen. Jetzt sind wir die Einzigen im Halbjahr.